Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Mewindow. Heute geht es darum, wie mache ich ein Tutorial? Das Ganze ist Tutorial. Sehr witzig. Also, wie nehme ich das überhaupt auf, meine Screencast? Ich mache das mit CamStudio. Ich habe jetzt die 2.5 Beta. Da ist der Download-Link auch noch in der Description. Und das ist die 2.5. Und das ist die 2.5. Und vorher habe ich die 2.0er genommen. Ich werde das Ganze jetzt anhand der 2.0 zeigen. Ich würde trotzdem noch nicht die 2.5er verwenden, denn man weiß ja nie, ob da irgendwelche Bugs drinnen sind. Egal, ich verwende es mal. Also, das hier ist das hier ist die Oberfläche von CamStudio. Hier kann man diese Sachen machen und dann kann man hier auswählen, was, also eine Region, eine gefixte Region, die Region kann man im Video noch verändern oder Fullscreen eben. Dann bei Videooptionen dürfte das bei euch irgendwie so auf 70 stehen oder sowas, oder keine Ahnung, auf 100 ziehen, Microsoft Video, das lässt sich dann später mit dem Programm zur Videobearbeitung verarbeiten. Das Lossless Code, der ist zwar noch besser, aber der lässt sich dann leider nicht mehr verwenden. Gehen wir auf Konfigurieren, auf 1.0. Okay. Ach ja, bei mir funktioniert irgendwie da das Mikrofon nicht ganz. Und deswegen füge ich da jetzt immer dann am Ende das Audio und so dazu. Gut, dann Optionen haben wir jetzt abgehandelt. Dann noch nicht ganz. Dann würde ich diese zwei Sachen hier anhaken, Minimize Programm on Start Recording, dann sieht man es nicht, und Hide Flashing Recursor During Recording. Dann kann man da Sachen machen, ganz interessant, ist jetzt aber zu lang. Keyboard Shortcuts würde ich setzen für Pause Key und für Stop Key. Ja, ist ja doch nice. Ja, das war's eigentlich schon. Dann nehmt ihr das hier auf. Dann speichert ihr es natürlich als AVI-File oder als Flash-File. Ich würde als AVI empfehlen. Dann, und beim Aufnehmen gibt es noch ein Tool, das sehr, sehr hilfreich ist. Das ist dieses Tool hier, mit dem ich mich manchmal so richtig aufrege. Das heißt ZoomIt. Da habe ich auch das auch dem Dings ins reingepackt. Das, keine Ahnung, wie man es nehmen soll, halt das Download-Link. Ein sehr, sehr interessantes Programm. Das sind alles Freeware-Programme. Das ist hier, man sieht es wieder. Freeware und das Videobearbeitungsprogramm, das ist nicht Freeware. Aber man kann es nutzen. Da ist auch der Download-Link drinnen. Und man kann es nutzen, um, das sind ja so Dinge hier, man kann es eben nutzen, um halt, ja, wie soll ich sagen, ja, genau, so kann man es gut ausdrücken. Halt als Freeware nutzen, aber da ist dann das Wasserzeichen eingebrannt. Das seht ihr wahrscheinlich immer an in den ersten Minuten. Dann habe ich das runtergeladen, dann importiert man auf Video, importiert man das da. Dann wieder hoch, Audio mache ich das halt immer, importieren. Hoch und dann schmeißt man die Videodatei da rein. Dann Textdatei, kann man, heißt Textdatei, dann wird es dann im Video als Text rein. Und Audio wird dann am Ende da reingeschmissen. Da wird es aber auch noch etwas mehr Funktionen geben, als ich erklären kann im Moment hier jetzt. Dann gehen wir auf 16:9. Das ist wichtig. Ich muss wieder irgendwas reinschreiben. 16:9, weil das wird nämlich perfekt von YouTube, wie soll ich sagen, erkannt. Dann gehen wir Film speichern. Ich werde das jetzt nicht machen, das mache ich nur zum Fake. Dann Datei. Wenn ihr
gleich, wenn ihr in HD abspeichern wollt und Web, wenn ihr halt nicht in HD abspeichern wollt. Dateien machen wir jetzt mal. Dann geht ihr hier drauf und dann kommt jetzt HD Video 27p, das nehme ich immer. Zack, und dann okay. Mach ich jetzt mal so. Und dann geht ihr auf YouTube, meldet euch an. Davor braucht ihr ein Google Mail Konto zum Anmelden. Dann gebt ihr hier den Titel ein. Also wählt ihr hier mit Video hochladen, Kunden Button, dann auswählen. Dann Beschreibung, die Tags. Ach du, was haben die mir alles angeschrieben? Und dann hier die Kategorie und dann Intro speichern und ja. Okay, so gut, gebe ich mal alle hinzu. Und ja, ja. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr macht ab jetzt eure eigenen Tutorials und schaut trotzdem noch meine weiterhin an. Tschüss, das war ein Tutorial von MyWindows.